Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim die Unendliche und wir sind hier beim Quest, die Aufnahme, ne, in die Bruderschaft und zu den Gefährten. Und wir schleichen uns da jetzt mal ganz vorsichtig und ich habe da schon einen Scheiß ausgerüstet. Und wir müssen da ganz leise sein. Um die Draugs nicht aufzuwecken, Leute. Oh, der hat eine Elfenrüstung. Fuck you. Mm, super. Das kommt gut. Und wo hat denn der die versteckt gehabt? Ich fühle mich einfach sicherer mit diesem. Ah, wir einbalsamieren Eisenbahn. Die schweren Sachen, die nehme ich dann erst beim nächsten Mal mit. Ich werde das dann, ja, auch noch einmal durchsuchen. Wie heißt das? Nehmen Leinentuch. Nee, da oben ist auch noch was. Einbalsamierungswerkzeug. Da, Traugi, komm. Gold, okay. Habe ich da jetzt was mitgenommen, was ich nicht wollte? Wir sind da bei den Waffen wahrscheinlich und die brauchen wir nicht. Okay. Wir müssen da so aufs Gewicht achten. Was waren hier nochmal schnell? Ich rede ganz leise. Wir hatten uns da entdeckt. Ah. Ja, okay. Gut, da unten ist nichts. Ich schaue nur kurz einmal da rundherum. Und wenn wir schleichen und die entdecken uns und wir verstecken uns wieder, dann kommt das ja recht gut, weil wir leveln einfach das Schleichen. Und das soll auch so sein. Okay. Gut so. Was ist da? Brauchen wir nicht. So. Aber sie schaut ja recht gut aus, unsere Heldin, ja? Aber ohne Feuer danach macht man da gar nichts. So, verstecken brauchen wir es nicht mehr. Jetzt schauen wir mal, was da alles ist. Einbalsamierungswerkzeuge ohne Ende. Ziegenfell, das brauchen wir. Totenschädel brauchen wir nicht. Da ist... Was ist denn da? Oh, eine Gruft. Traugo, komm. Jawohl. Und da in den Krügen ist überhaupt nichts drin, außer es sind Urnen. Was ist da? Ah, da müssten wir dann weiter, denke ich. Ja. Ah, das brauchen wir. Hm, das ist immer gut. Und da drinnen, da ist ein Hebel. Ja, wir sammeln zuerst einmal das Zeug ein. Ja, das kann nicht falsch sein. Den werden wir erst später aktivieren, weil wir haben das ja noch nicht durchsucht hier. Beschädigtes Buch, das brauchen wir auch nicht. Verbranntes Buch ist für nichts. Der ist auch ja schon auf dem Weg zum Tischler für die Reparatur. Da liegt nichts drauf. Hinsetzen auf dem Thron, das machen wir doch gleich. Da hinten ist nichts. Verzaubern, wir könnten gleich einmal was verzaubern, das stimmt. Was haben wir da? Wo sind denn all die Seelensteine? Lederstreifen. Egal, ja. Wir verzaubern da kurz einmal das, was wir gefunden haben.
Gegenstände. Die Elfenrüstung käme gut, nämlich, ja, Rüstung, da, die nehmen wir. Dann verzaubern, Forstschaden, Zerstörung, ja. Genau, und Seelenstein, haben wir nur die winzigen? Egal, wir machen das glatt einmal und stellen das her. Ja, perfekt. Und dann haben wir noch einen Gegenstand, den wir bekommen haben, die Zwergenstreitaxt. Ja, die werden wir nehmen. Und ja, einfach mal, was wir haben. Forstschaden. Obgleich. Ja, Verzauberung abbrechen. Wir wollen dann nämlich was anderes. Ich habe dann nämlich einen Streitkolben entzaubern, nämlich Eisenstreitkolben der Müdigkeit verursacht 10 Punkte Ausdauerschaden. Ja, der ist zwar was wert, hat 12 Schaden, aber der Zwergenstreitkolben, der hat 16 Schaden. Aha, nein, wir haben ja da Zwergenstreitaxt, oder? Puh, egal. Ja. Ja, egal. Entzaubern, genau, wir wollten diesen entzaubern. Ja. Okay, wir haben das entzaubert. Der ist jetzt weg und die Zwergenstreitaxt. Genau das will ich haben. Und da werden wir gleich einmal verzaubern, nämlich verursacht 15 Punkte Ausdauerschaden, 10 Punkte Frostschaden auf Gesundheit und Ausdauer. Ja, wenn wer frostresistent ist, egal, wir werden beides mal machen. Ja. Ja, wir werden das herstellen und wir haben da Ladungen 7, das müsste vorerst reichen und dann machen wir das, wir können das ja wieder aufladen. Ja, X herstellen, komm. Ah, wir brauchen noch einen Seelenstein. So, okay. Und Seelenstein, okay, und herstellen, ja. Super, wir sind da gut unterwegs und dann können wir noch einen Gegenstand verzaubern, nämlich... Oh. Ah, wir haben da jetzt was eingeklinkt oder was? Aha. Ah, der Streitkolben, der war ja schon verzaubert. Sorry. Okay. So weit, so gut. Hätten wir vielleicht noch irgendwas? Silberring, schwarze Robe. Stahlschild, schauen wir mal, ob wir da was verzaubern können, oder? Nö, geht nicht. Dann Weißler Wachhelm. Geht auch nix. Den können wir auch wegschmeißen. Oh, Silverring eventuell. Da geht auch nichts. Okay. Ja, gut. Das Einzige, was ginge, wäre... Da schauen wir noch. Gar nichts. Okay. Schwarze Robe. Da ginge. Ja, genau. Das könnten wir machen. Ja, wir haben ja genug. So, und Seelenstein, winziger. Ja, wir haben davon. Komm her. 10% Pipapo herstellen, ja. Und 33 gelevelt. Passt. Axt von Weißlauf werden wir nicht entzaubern. Beschlagene Rüstung der Gesundheit könnten wir auch entzaubern. Ring des schwachen Hiebes. Na, dafür sind wir noch zu schwach unterwegs. Gut so, das war's fürs Erste. Dieser Raum ist sicher, Farkasch, keine Sorge. Ja. Da kommt niemand. Und wir werden da gleich einmal den Atronachen noch einmal herstellen. Die habe ich so gern. Und wir gehen da jetzt einmal da rein, weil ich nehme an, da wird's weitergehen. Aber Leute... Bevor wir das machen, machen wir hier einen Schnitt. Haha, wie immer.
und harren der Dinge, die da auf uns zukommen mögen, ne, beim nächsten Mal. Ja, du geh da raus. Nein, okay. Oder Schmarrn, wir machen das gleich, ja. Blödsinn. So, und jetzt kommen wir da nicht raus, ja. Und der Fackerstärkerl kommt da auf uns zu. Und, ja, was ist mit dir? Jetzt schaut nur, was ihr euch da eingebrockt habt. Ja, keine wir Angst. Sind so blöd. Rührt euch einfach nicht vom Fleck. Ich finde den Auslöser schon. Was war das? Es ist Zeit zu sterben, Hund. Wir wussten, dass er kommt. Euer Fehler, Gefährte. Welcher ist das? Das ist egal. Wenn er diese Rüstung trägt, stirbt er. Euch zu töten wird eine ausgezeichnete Geschichte abgeben. Keiner von euch wird lange genug leben, um jemanden davon zu erzählen. 1, 2, 3, 4, 5 Gegner hat er. Und jetzt schaut euch das an. Unser Karl Farkas, ne? Habt ihr das jetzt gesehen? Na? Ich hoffe, ich jage euch keine Angst ein. Ja, mit Sicherheit. Ich wusste, du bist krank. Was war das? Ein Segen, der einigen von uns erteilt wurde. Wir können wie wilde Bestien sein. Furchteinflößend. Werdet ihr mich zu einem Werwolf machen? Nein, nur der Zirkel hat das Bestienblut. Stellt eure Ehre unter Beweis, um ein Gefährte zu werden. Augen auf die Beute, nicht auf den Horizont. Wir sollten weitergehen. Die Drauge machen uns noch Probleme. Ja, mit Sicherheit. Wir sollten weitergehen. Ja, dann fragen wir dich gleich mal durch. Ja, die Gefährten sind wir. Nicht alle. Im Zirkel jedoch schon. Ein Geheimnis für alle anderen. Was ist die Silberne? Schlechte Menschen, die keine Werwölfe mögen. Also mögen sie uns auch nicht. Okidoki. Gut so. Aha. Also gut. Also gut. Ja, und du bleibst jetzt hier stehen und was jetzt überhaupt? Egal. Wir machen da einmal einen Atronachen, weil den habe ich so gern. Und die silberne Hand, Silberschwert. Silberschwert. 11 Schaden, Gewicht 700 Wert. Besonders wirkungsvoll gegen Untote. Das schnappen wir Apfel, Zaubertrank der Krankheitsheilung. Ja, cool. Nehmen wir gleich beide. Fellrüstung und den Scheiß lassen wir. Ich durchsuche wieder mal alles. Ja, der Zweihänder 27 und besonders wirkungsvoll gegen Untote. Die werden wir dann gleich nehmen. Fellrüstung und den Schmarrn lassen wir. Du Nummer 3, silberne Hand, Eisenschild. Ja, die brauchen wir nicht. Gold und die Fellrüstungen könnt ihr behalten, damit ihr auch. Was? Zweihänder des Himmelschmiedstahls, das müssen wir uns dann anschauen. Eisen, Gold, das ist was. Und noch einmal die silberne Hand. Silber Zweihänder. Jetzt wird's bald eng, gell? So, wir sind bald voll. Backkartoffel, Gold. Vampirstab ist cool. Gut. Okay, das stecken wir weg und wir haben da jetzt ja einiges, das wir noch verzaubern können. Das machen wir doch gleich, ja. Was gibt's denn zum Axt? Pipapo? Gibt's nichts. Novizen, Zwergen, nein. Gegenstand. Okay, silberner Zweihänder. 27, besonders wirkungsvoll. Da werden wir einen Zauber raufhauen. Nämlich die Traug sind ja resistent gegen Frostschaden, so wie wir, weil sie ja Gesundheit und Ausdauer. Drum werden wir da einfach das nehmen und einen Seelenstein. Ja, wir brauchen da 3 Ladungen. Egal, aber verzaubert ist verzaubert. Passt schon.
so. Was? Haben wir jetzt einen hergestellt oder nicht? Okay, ja. Und jetzt brauchen wir dann noch einen Seelenstein und das passt dann schon. X herstellen. Perfekt. Und jetzt noch einen Gegenstand, nämlich das Schwert. Zweihändertes Himmelsschmiedestahl, das lassen wir, da werden wir schauen, dass wir noch besser sind. Stahlschild, das brauchen wir nicht. Wir nehmen Silberschwert einfach noch einmal. Nicht den Zweihänder, sondern das kleine Ding für die Einhandwaffen. Ausdauerschaden. Ja, Ausdauer, genau. Für unsere Traugruppe. Ja. Wir haben da Ladungen 3, passt auch und haut schon rein und dann winziger Seelenstein. Komm her und perfekt, ja. Okay. So weit, so gut. Leute, ich habe mir auch nicht gedacht, dass wir hier einfach so lange verweilen, ne, bei dieser Schlüsselstelle. Aber wie gesagt, das mit dem Verzaubern kommt gut und wir werden die Dinger auch brauchen, ja? Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ich hoffe, es war recht informativ für euch und recht lustig. Es wird, glaube ich, noch länger als 4 Videos dauern. Aber egal, wir kommen da schon durch. Also Karl Farkasch, wie nennen wir denn unsere Flamita? Und ich verabschiede uns jetzt. Wünsche euch noch einen schönen Abend, euer Toso. Ciao.